Ach ja, sie. War gerade im Überlegen. Wollten eher hinterherlaufen, ne? Sprich, wir könnten eigentlich mal hier nach Loot gucken. Übrigens, habe ich. Ich glaube, am Montag habe ich schon erwähnt. Okay, warte. Die neue. Na komm, gehen wir erstmal daran. Die neue Nvidia Experience hat gedacht, die müsste hier die Spiele ein bisschen einstellen. Und wow. Also, das hier läuft jetzt auf volle Pulle mit Raytracing und allem Pipapo. Beziehungsweise beim Start des Spiels stellt das Ding sich ja noch mal selber ein. Können wir mal kurz einen Blick drauf werfen. Episch, 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 episch. Breiter V-Sync. Raytracing an. Generation. Ja, alles. Alles tutti, sag ich mal. Ja. Muss man nur gucken, dass OBS nicht Kiran, die abstürzt. Basis ist nicht mehr weit. Weil, ich habe Videos geschnitten vom Montag? Nee, nicht vom Montag. Von letztens. Und da ist mir aufgefallen, dass das Spiel ein bisschen geruckelt hat bei der Aufnahme. Also, Grafikprozessor scheint ein bisschen überlastet zu sein, was ich sehr gut nachvollziehen kann. Aber für mich läuft das alles flüssig. So Achtung, beim Mede. Spielen selbst. Das ist nur die Aufnahme anscheinend. Heu 4 wird durchgezockt. Jawollo. Was ist der Nebel geil, ne? Der Staub. Wir haben unseren ersten Sturm zusammen überlebt. Ja, das haben wir. Ich bin froh, dass wir uns wieder getroffen haben. Wie Stimmt, da lange war ja bleibst du auf dieser Jeddah? Ich weiß krasse nicht, Sturm. aber ich freue mich auf Grease. Wie geht es ihm? Nicht schlecht. Er hat eine Kantine eröffnet. Pailun Saloon. Er hat ihn nach seiner Urgroßmutter benannt? Wow, Nichts nein, ist für spring. Grease wichtiger als die Oh, Familie. verdammt. Verdammt, verdammt. Okay, nochmal. Ich habe gedacht, wir schaffen es jetzt beim ersten Versuch. Tadam. So, halt. Ne, liegt nichts. Jo. Oh, geil. Also, so sehr ich ja Star Wars mag, ne? Aber, und so sehr ich auch in Teil 1 den Anfang genossen habe, wo man da von dem Schrottplatz geflüchtet ist, ne? Diese schöne Gegend und so. Aber hier fand ich das sehr verwirrend, ne? Den Anfang da, dieser Stadt. Das fand ich, es sah wunderschön aus, aber es war ein bisschen unübersichtlich, ein bisschen komisch. Solche Level, die mag ich dann sehr. Ne? Das stehe ich einfach drauf. Das mag an diversen Spielen hängen, die ich so gespielt habe. Aber ich mag einfach so Wüstenlandschaften. Oh, da falle ich doch runter, weil dann muss ich jumpen. Ja, finde ich cool. Wunderschön, um genau zu sein. So, kurz. Ah ja, da lang. Oh, da kommt doch bestimmt Wüstenjäger. Wie heißen sie? Wie heißt die Programmiersprache? Ja, was? Da oben ist eine Abkürzung. Das heißt, da kommen wir dann gleich hin. Okay, machen wir mal die Tür auf hier. Mein Kollege ging mir heute auf den Keks. Ich war mit dem in Ingolstadt zum Bohren. Das klingt schon wieder komisch. Und heute hat er mir fast das Hallo, mein Kernrohr mit Gestänge an Es den ist Kopf wirklich gedonnert. schön, dich Ah, wieder zu sehen. also auch wenn es jetzt zweideutig lustig klingt. Aua. Meister Cordova,
Das hätte böse enden können, ne? Nie gehofft, euch kennenlernen zu dürfen. Die Ehre ist mein, Kerl. Sir hat mir alles erzählt. Im Angesicht eines übermächtigen Gegners hast du Tapferkeit und außerordentliche Weisheit bewiesen. Du hast gut gewählt. Das ist nicht synchron. Nun, so weit würde ich nicht gehen. So, ist es wieder da. Das Imperium hält die Ruinen. Ihr müsst einen anderen Treffpunkt finden. Unerfreulich. Wenigstens verwischte der Sturm. Er ist nicht synchron. Kommt, ich werde euch hinein. Sind knapp 100 Kilo an der Winde, die im rechten Arm hängen geblieben sind. Alter. Gefährlicher Job. Meister Cordova, habt ihr die Seifo gefunden? Kriegst bestimmt auch Gefahrenzulage. Die tief in die unbekannten Regionen führen. Tut mir leid, das zu hören. Nicht zu ändern. Letztlich inspirierte mich dieser Fehlschlag, andere überlebende Jedi zu suchen. Diese Suche führte mich zurück zu meinem alten Schüler. Vorkammer der Basis. Wie ist es dir ergangen, Kerl? Das klingt nicht gut. Ein paar Was ein Aufriss für eine Tür. Noch. Und ich freue mich darüber. Ich habe vor nicht allzu langer Zeit Neuigkeiten über einen Jedi-Terroristen auf Coruscant. Ruckelt das Spiel bei euch? Du warst jetzt nur mal so. Ja, weil die Aufnahmen ja halt ruckeln. Nicht bei den Kollegen. Aber das also, kann ich meinem Chef für den anderen Kollegen mal vorschlagen. Ja, ja, genau. Aber ich habe wieder Screen-Tearing, wie am Montag. Das kann ich nicht ganz nachvollziehen. Warte, lass mal kurz was gucken. Weil wir haben doch V-Sync an. Ja. Frame Generation vielleicht. Und wir machen V-Sync mal aus. Hoppala. Jetzt ist Frame Generation auch wieder aus. Okay, wir probieren es mal so. Na, kein Screen Tearing mehr. Verstehe ich nicht. Früher war das immer ein Muss. Damit. Ah, doch. Doch, ist immer noch Screen Tearing. Okay. Ich probiere nur mal ein bisschen rum. Halt hier, Grafik. Jetzt machen wir V-Sync wieder an, lassen aber die Nvidia Frame Generation aus. Diese Basis ist gut versteckt. Nun ja. Die Präsenz des Imperiums ist in den letzten Jahren gewachsen. Jo. Sie sind jetzt viel zu stark für einen direkten Kampf. Aber wir tun, was wir können. Natürlich ist es entscheidend, dass unsere Arbeit unbemerkt bleibt. Welche Arbeit genau? Du fragst sie besser selbst. Bis dahin begrüßen Marin und ich die Neuankömmlinge. Und? Wie war die Wüste? Kalt, stürmisch und zu viele Imperiale. Nicht mein Lieblingswetter. Aber leider wird es mit jedem Tag häufiger. Wo habt ihr den Sturm überstanden? In einer Höhle hinter dem alten Markt. Unser Sparmehlfreund hat uns den Weg gezeigt. Du schließt neue Freundschaften, wo immer du hingehst. Oh, sind wir hier. Ein Übungsding. Ich habe immer hier einen Funk abgefangen. Dein Ruf. Warum macht man sowas? Durchaus. Na egal. Gut. Wie fühlt ihr euch? Also der Fahrstuhl. Der Tee, den du mir gebracht hast, war wundervoll. Ich glaube, wir sollen hier rein, ne? Wenn ich das richtig verstanden habe. Verborgener Hangar. Ne, da sollen wir nicht rein. Gehen wir einfach mal kicken. Ah, zu. Okay. Ah! Ich mache gerade in Star Wars eine Quest mit einem geilen Easter Egg am Ende. Oh, okay.
Was für ein Easter Egg? Auf was geht's hinaus? Bruder Amias bricht nicht einfach so den Kontakt ab. Ach, da ist sie ja. Cal Kestis. Glubschauge. Ich wusste, der Sturm würde dich nicht aufhalten. Ihr baut die Tempelarchive wieder auf. Wir versuchen's. Sieht ja aus wie eine DNA-Datenbank. Das Vermächtnis der Jedi überleben. Eine Person, die am Ende auftaucht. Ja, welche? Das ist unglaublich. Kannst du nicht spoilern. Das, also bei mir ist das aber etwas kein Problem. Dass es hier nicht nur um Holobücher geht. Luke? Ja. Yoda? Wir sind Teil eines Netzwerks. Es heißt der versteckte Pfad. Wir bieten den vom Imperium verfolgten sicheres Geleit und eine neue Identität. Boba Fett. Auch cool. Vom Imperium verfolgen. Auch cool. Machen so ein bisschen Schleichwerbung für Mandalorian. Aber ja. Außerdem Machtbegabte und ihre Helfer. Wieso weiß ich davon nichts? Wobei er da ja auch nur ein Cameo gehabt hat, ne? Du hast nie gefragt. Außerdem sagt man, du willst nach ganz oben auf die Fahndungsliste des Imperiums kommen. Ich wollte der Galaxis beweisen, dass das Imperium nicht unverwundbar ist. Dass du dich wehren kannst. Dass du kämpfen musst, damit es besser wird. Die ist alt geworden, ne? Das kann man gut erkennen. Die Propaganda und glauben trotzdem frei zu sein. Tja. Du hast einen schweren Weg gewählt. Ja, und ich habe dennoch nichts. Könnte aber trotzdem die Schwester von Samuel L. Jackson sein. Während das Imperium hinter dir her war. Alles klar, Teufel. Lass mich im Stich, kein Problem. Verbündete finden. Ja, alles gut, hau rein. Und leben. Deine Wunden versorgen. Als ihr gegangen seid. Ich dachte, ihr gabt auf. Ich lag falsch. Cal, du warst noch ein Kind, als sie dich in den Krieg geschickt haben. Es gab mal eine Zeit, ich erinnere mich gut. Sprich Tape auf die Arme basteln, um das Gelenk etwas zu entlasten. Ja, ja, ja. Oh, das Tape, Alter, das fehlt mir echt, ne? Wir haben beide uns in diesem Konflikt. Also, wo wir zusammen in der Reha waren, da hat mir das ja schon geholfen. Und jetzt in der letzten Reha. Oh, Titanic. Echt so laut? Warte mal. Es ist schön, sie zu sehen, Grease. Okay, okay, okay. Und? Wie war's in der Wüste? Der Sturm hat unsere Spuren verwischt. Aber das Imperium hat einen eurer Speeder zerstört. Das ist ein geringer Preis für eine sichere Ankunft. Den Alert habe ich gar nicht drin. Und wer ist das? Gut. Das. Also die Tonspur. Er ist ein Freund. Schön, euch endlich kennenzulernen. Oh, Achtung, großer Typ, großer. Muss ich nur machen. Oh, trinken, ja. Gute Idee. Endlich wieder vereint. Ja. Schön. Was führt euch? Danke dir, Zeus. Wir suchen einen Verschollenen. Ich vergesse das so gerne. Tanalor, sagt euch das was? Er liegt auf der anderen Seite eines tödlichen Nebels namens Kobo Abyss. Ja, du kannst es selber, Teufel, das ist geil. Was ich sagen wollte, in der zweiten Reha, da waren ja meine Knie jetzt schon seit einem Jahr entzündet. Und dann bin ich mit so Bandagen rumgelaufen. Also nicht mit solchen Bandagen, sondern mit so. Jetzt führt der Plünderer im Outer Rim an. Wo es überall zu kaufen gibt, ne? In so einem Reformhaus. Und dann hat er mir einmal die Knie abgeklebt. Das war im Dezember. Seitdem habe ich nichts mehr gehabt. Das ist so geil, ne? Zuerst die schlechten Nachrichten. Oh Mann, der kennt sein Publikum. Ich habe keine Informationen über das Durchqueren des Kobo-Abyss gefunden. Aber ich bin auf zwei Vermerke zu diesem Dagan Gera gestoßen. Er hatte eine Zuflucht auf Kobo. Vom Haus, genau. Die Aufzeichnungen zeigen, dass er regelmäßig ein Labor auf dem Boden suchte. Okay, das überprüfen wir. Wenn er etwas findet, bringt es mir. Vom Haus. Ich freue mich, wenn ich helfen kann. Danke. Euch mein Vater hatte mal Reh vorm Auto. Hoffentlich findest du, wonach das war lecker. Möge die Macht mit euch sein. Und mit dir. Das war lecker. Mein Vater ist ja gelernter Metzger, Schlachter. Das war gut. Das war gut. Ich
Ja, nicht so verwildert, ne? Aber Regulasch? Wow. Zerstörter Mond, Nachforschung in Tanne. Ich begleite dich Mach zurück doch zur langsam. Du kommst also nicht mit uns? Ich kann nicht. Ja, warte. Jetzt will ich mir aber mal eben hier die Lage checken. Guck mal, da ist ein verborgener Raum und auf der anderen Seite auch. Und dann gehen wir einfach mal rein. Ich hatte heute 4 Feldhasen vom Crafter und einen Fasan. Da kann man auch etwas Leckeres von zaubern. Ja, auf der Arbeit heute. Die Firma nebendran hat, sagen wir, zugemacht. Und, ach, die Dinger können wir noch nicht. Und da sind vorhin 2 Hasen rumgerannt, haben Wettrennen gemacht und dann haben sie sich gefangen, haben sie gekämpft. Und dann haben wir gemerkt, oh, das war wohl so, ne, wie sagt man, ich bin der Boss, weil der andere ist dann abgehauen irgendwann. Aber war cool anzusehen. So kann ein Depot, ein Lager, auch mal zu einer Hasenrennbahn werden quasi. Der Mut welkt angesichts anderer Leute Macht. Besagt das erste Traktat nicht, dass die Lebenskraft blüht? Scharfsinnig. Sie sind absolut inkompatibel. Wir suchen eine universelle Wahrheit, Bruder. Wenn auf einer Tafel blühen und auf der anderen welken steht, ist nichts davon universell. Per Definition. Wir fragen uns also, was haben sie gemeinsam? Was haben sie gemeinsam, Bruder? Dass du sie lesen solltest. Schluss mit der Herumeierei. Okay, doch echte Hasen. Dachte kurz, zwei andere Hasen, die sich gesagt haben, oh, das wäre natürlich toll gewesen. Aber sei dir sicher, das hätte ich gefilmt. Das hätte ich gefilmt. Und hätte es in Zeitlupe laufen lassen. Und hätte so digitale Handtücher noch dazu gemacht, wo sich gegenseitig so... Verstehst du? Minecraft, oh Gott. Wenn das mein Sohn sehen könnte. Der hat sich total verliebt in Minecraft. Genau, Schlampart aufgepackt. Los. Do it. Ich nehme an, ihr habt beide Eusens Lämmer studiert? Ja, Schwester. Ich euch. In der Tat, Schwester. Dann könnt ihr mir vielleicht das Paradox im 5. Buch erklären? Eusen erforscht die Antinomie der Erleuchtung. Das ist ein Paradoxon über die Unvermeidbarkeit von Zyklen. Ich höre, Erleuchtung wird als zyklusbrechend definiert. Aber laut Kanon muss man den Zyklus durchleiden, um erleuchtet zu werden. Je mehr wir den Zyklus durchbrechen wollen, desto mehr verkörpern wir ihn. Sonst ist sie auch schlimmer. Und durchbrechen so den Zyklus. Habe ich gar nicht richtig zugehört, ehrlich gesagt. Ich finde, die Bedeutung ist klar. Man findet nicht durch Logik zu wahrer Erleuchtung. Achso, das Lämmer. Also, ich... Heißt es das Lämmer oder die Lämmer? Das Lamm. Hurz. Hey, kein schlechter Fund. Jo, dann haben wir hier alles gesehen, ne? Ich muss meine Mitte finden. Jo. Wenn du bei Horst studiert, hast du gewonnen. Ja. Wir haben Fähigkeitspunkt. So, ich habe mir überlegt, wir gehen mal auf die Doppelschwerter. Also 2 Schwerter. Warte mal. Kicken. Toll, brauche ich 2 Fähigkeitspunkte.
Bum, 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 bum. Gucken wir mal, was wir mit Macht machen können. Macht machen. Größeres Festhalten. Verlängert die Dauer von verlangsamen Begegnern. Ja, das ist eigentlich gar nicht so übel, ne? Hau rein. Und jetzt kommen wir nicht mit Fähigkeitspunkte sparen. Wenn das so ist wie beim ersten Spiel oder beim ersten Teil, dann werden sich da Dinge ergeben, wo man sehr viel schneller Fähigkeitspunkte sammeln kann. Bin ich mir fast sicher, dass sie das so gemacht haben. So, wo müssen wir eben aus? Und fertig.